Es ist mittlerweile Samstag. Ich frage euch aber, Ricky, kommt nicht eigentlich nach Donnerstag-Vlog, der Freitag-Vlog? Theoretisch schon. Aber ich habe vergessen, meine Kamera aufzuladen. Keggy war da, wir waren abends was trinken. Es war eigentlich mega lustig. Und natürlich habe ich sowas, denn nicht gevloggt. Es tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe aber einfach Hashtag wie ein Ricky, habe ich vergessen, die Kamera aufzuladen. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Köln mal wieder. Es ist jetzt ein bisschen später heute, weil ich gestern Abend mit Keggy noch was trinken war. Und dann waren wir was saufen. Und dann waren wir ganz schön kaputt. Und dann habe ich ein bisschen länger geschlafen. Und jetzt geht's auf zur Gamescom. Da gibt es nachher ein Treffen. Bis gleich. So, wir sind jetzt angekommen wieder. Nach einer sehr stressigen Zugfahrt. Ich verstehe manchmal das Denken von den Leuten nicht. Das sind Leute, die wollen aussteigen und die bleiben einfach mitten in der Tür die ganze Zeit stehen. Anstatt man, wisst ihr, Tür und da stehen Leute vor. Man steigt nicht kurz aus, dass die Leute aussteigen können und wieder einsteigen. Nein, man muss ja stehen bleiben. Man kann sich ja nicht mal 5 Minuten bewegen. Also habe ich den Typen, hab gesagt, bewegt euch doch jetzt mal und seht doch mal zu. Und habe den Typen, da war ein Kinderwagen, da waren 3, 4 Kinder, kleine, die wussten nicht, was sie machen sollten. Und alter Schwede, Leute, wenn ihr Zug fahrt, dann strengt mal euer Hirn an. Blockiert doch nicht andere Leute, die aussteigen wollen, nur weil ihr zu faul seid, euch mal ganz kurz zu bewegen. Ich bin dick und habe trotzdem angefangen, mich da zu bewegen und habe die Leute geholfen, meinen ganzen Kram. Einfach nur, weil sich das so gehört. Also bitte schaltet nächstes Mal euer Hirn ein und seid nicht so blöd. Das wäre ganz, ganz lieb. Auf jeden Fall laufen wir jetzt in Richtung Gaming-Clubs-Treffen. Ich bin schon gute 20 Minuten zu spät. Einfach nur, weil der Zug aber auch Verspätung hatte. 15 Minuten Verspätung. Dann da noch gewartet. Dann habe ich mir noch was zu essen geholt, weil ich ja Hunger habe und frühstücken muss. Mein Gott, bin ich aus der Puste jetzt schon. Leck's mir morsch. Muss man Arm wechseln. Und ja, wir gehen jetzt dahin. Wir gucken mal, was sie jetzt machen. Ob ich schon da. Also um halb sollte es anfangen. Und es ist jetzt 10 vor 12 oder um 11:30 sollte das Ganze beginnen. Wir begeben uns jetzt einfach mal in Richtung dahin. Bis gleich. Christian! Du stinkst! Nein! Ah! Der Kevin ist da! Schaut mal, was er anhat. Geiles Volo-Shirt. Hallo! Hi. Hallo! 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 Willst du Kekse, Ricky? Ich will keine Kekse. Ich mag lieber herzhafte Sachen, weißt du? Yeah. Hallo! 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 Lass mich doch mal ankommen! Christian, du fette Sau! Charlie, du fette Sau! Sag die richtige! Ich muss meinem Christian anspritzen! Christian! Was ist das? Christian! Ja. Du bist feucht! Ich bin Wasser! Ja! Haben wir einen Lobsterkipp am Rücken? Ja. Geil. Oh, das ist so angenehm, ne? Das ist geil. Gib her. Die hat 1 Euro, das ist normales Wasser einfach, eine Flasche. Die hat 1,45 Euro gekostet. Ich hätte sie dir gratis mitbringen können. Was willst du denn sagen? Ich wollte kurz deine Cam haben. Du kriegst ja gleich wieder. Ich will nur einmal um dich herum gehen. Okay. Warte. Danke. Oh, Blobkätziger. Reicht auch, ja. Dankeschön. Seht ihr das auch? Das war nicht schlimm, aber trotzdem, das war irgendwie so. Oh. Ich hab die ganze Gamescom über. Habt ihr noch Pokebälle? Ich hab nicht gelacht. Ach, der gehört schon dir. Hey, Christian. Doch, willst du irgendwas sagen? Lisa. Ricky ist traurig. Ja. Seine Witze sind traurig. Und er wohnt im Wohnwagen. Das ist traurig. Ja, aber wir lieben ihn trotzdem. Er ist ein guter Mann. Ja. Nein, er liebt mich nur, weil er Krebs umsonst kriegt, so viel dafür. Das stimmt. Das steht in seinem Vertrag drin vom Netzwerk, dass wir unendlich viele Krebs bekommen. Wenn ich irgendwann meine Arme verliere, bin ich direkt gefeuert. Weil ich keine Krebs mehr machen kann. Guck mal, ich hab den Master Tai gefunden. Hallo. Hallo, du kleiner Inder. Hallo, was geht, Mann? Hallo. Hallo! Die Mickey Maus Maske kommt raus. Ja? Warum? Weil ich mag. Jetzt musst du das schneiden, musst du grau werden und dann kommt so eine Träne. Das muss ich machen, natürlich. Es ist so voll. Aber es ist schönes Wetter. Also es ist windig, es ist kalt, es ist geil. Aber es ist so voll. Voller als gestern. Das kommt mir gerade eher voller vor, bin ich ganz ehrlich vor. Weil hier waren wir gestern auch lang gelaufen und da war es echt, ja, da war echt weniger los hier. Es ist echt viel, viel, viel mehr los jetzt.
Ich gehe jetzt mit meiner Gang, gehe ich jetzt hier durch die Straßen, durch die Gamescom-Straßen. Gang. Denn wie gesagt, dann geht es gleich zum UGC-Treffen. Jetzt wird einfach ein bisschen gechillt, ein bisschen geguckt, ein bisschen umgeschaut. Vielleicht findet man jemanden, vielleicht trifft man noch niemanden. Vielleicht geben sie mal eine geile Cosplayerin. Ich hab Bock. Alle fünf, ne? Oh, ich bin mit dir. Oh. Oh, der ist total schwul. Halle 5. Was da? Du hast gesagt zu mir Halle 5. Wir sind jetzt einmal durch die Halle 5 gelaufen. Hab ich das gesagt? Ja. Ja? Ja. Wir sind zweimal durch Halle 5 gelaufen. Warum hab ich Halle 5 gesagt? Weiß ich auch nicht. Du hast mich total verletzt. Das hat mich so viel getan. Ich hab damit viel loswerden. Ja. Ja. War der Plan, aber... Kann ich verstehen, aber... Ich hab Zigeuner, die kommen immer wieder. Das stimmt. Außer Blocky, der ist tot. Guck mal, ich hab den Shelby gefunden. Hallo! UGC-Streamer, genauso wie ich. Cooler Typ. Ich liebe ihn. Er ist Polizist, ne? Ich liebe ihn. Aber klar, Shelby-Polizist. Das ist doch der Akro-Polizist. Natürlich, der Akro-Polizist. Warum bist du eigentlich immer nur abends da? Du bist auch sonst niemand da ist. UGC! UGC! Hey, Arschloch, schrei doch nicht so! Gib mir ein U! Gib mir ein G! Gib mir ein C! C! Was ist das? UGC! 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 Ein Schluck, komm, gib ihm! Schluck, du Luda! Schluck! Schluck, wie das bei mir auch immer war! Schluck, trink, 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 trink! Also, das hast du bei mir gestern besser gemacht, ne? Ferienhaus, ne? Mit so einem YouTuber, der Steinente. Könnt ihr euch mal angucken. Klasse Kerl. Auf jeden Fall, das ist das Horrorhaus. Ich sage es euch. Von außen, absolut wrong turn. Wir fahren von der Landstraße, Hauptstraße, mitten in den Feldweg, ins Gebüsch, durch den Wald durch. Da ist unser Haus. Da gibt's... Du kommst die Tür rein, links ist einfach nur eine Platte auf dem Boden. Eine riesige Platte. Du hebst die Platte hoch, Keller. Und das Allergeilste ist, da ist ein Zettel drin. Das ist kein Witz. Wir machen das Ding auf. Da ist ein Zettel und da steht drauf, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Und da geht es dann einfach so eine Treppe runter ins Nichts. Direkt neben dem Kühlschrank, also direkt neben der Küche, ist einfach eine Tür ins Nichts. Das könnt ihr alles beim Steinente auf dem Kanal dann sehen, wenn das hochgeladen ist. Aber mache Horror, Horror, Roomtour. Horror, Roomtour heißt das, ja. Also Horror, Roomtour, wie als wenn ich eine normale mache.